Viele Menschen haben Angst jetzt in dieser Zeit, weil die Preise steigen, gerade die Preise für das, was man am allernötigsten braucht, also für Lebensmittel, für Energie. Und an der Stelle Brücken zu bauen, an der Stelle zu sagen, dass die Gemeinschaft da ist, dass der Staat da ist. Deswegen ist es so wichtig, dass jetzt auch schnell Unterstützung und Entlastung für alle kommt. Deswegen ist es richtig, dass wir den Regelsatz um rund 50 Euro anheben wollen, um mit einer gewissen Sicherheit dann auch durch diese Krise gehen zu können. Wenn Leute ins Bürgergeld kommen, dann sollen sie sich darauf konzentrieren, einen neuen Job zu finden. Und nicht erst mal sich Gedanken darüber machen, die Wohnung wechseln zu müssen. Weil das bedeutet, dass sie sich mit dem Umzug auseinandersetzen. Das bedeutet, dass sie sich überlegen, wohne ich noch da, wo meine Freunde wohnen? Und all das wollen wir am Anfang des Bürgergeldes nicht. Und deswegen haben wir direkt zu Anfang gesagt, Menschen müssen dann nicht aus ihrer Wohnung ausziehen. Viele Menschen gehen sehr, sehr verantwortlich durchs Leben und das bedeutet, dass sie Geld zurücklegen. Und das, was sie da tun, das wollen wir ihnen nicht nehmen. Wir haben am Anfang größere Freibeträge vorgesehen und wir haben dauerhaft dafür gesorgt, dass Dinge, die Menschen gemacht haben, um im Alter noch etwas zu haben, einen Sparplan zum Beispiel oder Ähnliches, dass das den Menschen nicht genommen wird.